Jetzt. Da wird gewickelt. Da wird, oh, da wird gewickelt. Gerangel da hinten. Mit den die gehen nicht so schnell auseinander. Hoffentlich sind die 50 cm. Guckt noch mal nach, ob der... sind mehr. Halten wir mal an, hier haben wir ein Zentimetermaß. Komm, halt mal fest. Das sind 50 Zentimeter. Was haben Sie denn für Schuhe? Das scheint mir ja... Wahnsinn. Damit könnten wir unsere dreimal festbinden. Gibt's das nachher zurück? Müsste ich jetzt machen. Das machen wir nachher. Birgit. 12 gelb. 12 gelb. Am Freitag fand in München die Kinderpremiere von Momo statt. Star des Films ist die 11-jährige Radost Bokel. Meine Frage an dich jetzt, Birgit. Wer hat den Roman geschrieben, der die Geschichte für den Film abgibt? Michael Ende. Hervorragend, ja. Unendliche Geschichte, oder? Neue Dreierreihe. Punktestand 2:2. Die Dreierreihe von 10 bis 12. 4 blau. 4 blau. Das Hauptgeschäft zustande gebracht, alles reingeschriebene eingeheftet. Mit diesen Worten beschloss kurz vor seinem Tode Johann Wolfgang von Goethe, heute vor 155 Jahren, am 22.07.1831 nämlich, den zweiten Teil seines wohl berühmtesten Dramas. Wie heißt das Werk? Faust. Ja, Faust, zweiter Teil. Im Zweifelsfalle immer. Oh, jetzt geht's aber los hier. Von 2 bis 4 eine Dreierreihe und dann nochmal von 3 bis 5. Neuer Punktestand 4:2. 1 rot. 1 rot. Im schottischen Edinburgh werden übermorgen Spiele für Staaten eröffnet, die der britischen Völkergemeinschaft angehören. Dazu zählen neben dem Königreich Großbritannien auch Indien, Australien und Neuseeland, aber ebenso eine große Anzahl afrikanischer Länder. Wie nennt man denn diesen Zusammenschluss souveräner Staaten, nachdem auch die Spiele benannt wurden? Commonwealth-Spiele. Ja. Sechs rot. Sechs rot. Ja, aus dem Heiraten kommen wir heute nicht mehr raus. Die Tochter von Jackie Kennedy Onassis hat am Samstag den New Yorker Kunstexperten Edwin Schlossberg geheiratet. Wie heißt die einzige Tochter des ehemaligen Präsidenten John F. Kennedy mit Vornamen? Caroline. Ich sag's ja. Das heißt, ich hab nichts gesagt. Aber Sie haben gesagt, Sie kennen sich da so aus, ne? Ach, ja. Vorhin. Ja, Sie sind da informiert, was die Hochzeiten angeht. Ja. 8 gelb. 8 gelb. Eine Frage an dich. Stehst auf, kommst zu mir, Birgit? Ja, machst du, ne? Ich zeig dir jetzt einen Beruf. Mhm. Also du schaust ihn dir an gleich auf der Karte und versuchst ihn bitte pantomimisch so darzustellen, dass unser Publikum es möglichst in 20 Sekunden erkennt. Mehr Zeit hast du nicht. Hier ist der Beruf, den kennst du. Also, pantomimisch, leg los. Was macht er? Sie dürfen hier jetzt mal rufen. Ja, da war es doch schon sofort, auf Anhieb, Maurer. Mach noch mal die Handbewegung. Welche Handbewegung hast du gemacht? Also Steine aufeinander gelegt. Silke, hast du schon was gefunden? Ja, 22 rot. 22 rot. Unser Außenminister Hans-Dietrich Genscher war seit Sonntag in der Sowjetunion. Heute Nachmittag ist er abgereist. Dort besuchte er auch den sowjetischen Staatspräsidenten. Wie heißt der? Gorbatschow. Staatspräsident. Nein. Gorbatschow ist parteiisch. Schewarznadze ist nein, der Außenminister. Nein, der Außenminister. Er heißt Andrei Gromyko. Ja. 22 rot. 22 rot. Letzte Woche erhielt ein bekannter deutscher Rockstar eine Anzeige wegen Gesundheitsgefährdung. Die Lautstärke bei einem seiner Konzerte war einem Rechtsanwalt aus Hannover einfach zu groß. Ach ja. Wie heißt der deutsche Musiker, dessen Musik Sie jetzt gleich im Hintergrund hören? Jetzt müssten Sie es eigentlich wissen. Okay. Nee? Ach, da, ich sie, oh, da wurde aber vorgesagt jetzt, ne? Nee, sie hat nichts gesagt. Nee? Raffi Deutscher. Nee, Raffi Deutscher ist das nicht. Der ist, nein, Peter Maffay. Ach ja, mein Gott. Kennst du den? Peter Maffay? Aber ich kenne ich nicht. Den Titel kennst du nicht. Aber den Sänger Peter Maffay kennst du schon. Ja. Was magst du so für Künstler? Zähl mal.
Mhm. Auf was stehst du denn so, David? Ach, Schauspieler. Schauspieler? Sag mal einen. Fällt mir jetzt keiner ein. Fällt dir keiner ein. Modern Talking, würde das so in Sachen Künstler deine Richtung sein? Sänger? Mhm. Ja, oder? Mhm. 22 Rot. 22 Rot. Wir müssen ganz schön ran, ne? Ja. Unser erfolgreicher Golfprofi Bernhard Langer wurde am Wochenende Vater einer Tochter. Bei den am Wochenende stattfindenden Golfmeisterschaften wurde er nach einer guten Schlussrunde noch Dritter. Wie nennt man dieses traditionelle Turnier auf der britischen Insel? British Open? Ja. Die Briten würden jetzt die Nase rümpfen. Für die gibt es zwar ein US Open, ein German Open, aber British Open gibt es nicht. Da heißt es nur The Open. Sieben Blau. Sieben Blau. Gleich irgendwann ertönt unser schrecklicher Schlussgong. Ich glaube, ich habe das so ein Gefühl. Eine Frage an Sie, Blau, für die Oma. In beiden Teilen Deutschlands wurden anlässlich des vorgestrigen Jahrestages des 20. Juli 1944 die Widerstandskämpfer gewürdigt. Wie hieß der Graf, der eine führende Rolle im Widerstand gegen Hitler spielte? Von Stauffenberg. Ja, hervorragend. Neue Dreierreihe von 1 bis 13, Punktstand 5:4. Oh, 5:4. Hier sind unsere zweiten Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Hier haben wir hoffentlich etwas für die ganze Familie dabei. Schaut euch das an in Ruhe. Wunderbar. Und herzlichen Dank fürs Mitspielen. Hier sind unsere Sieger. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt ist das ja ganz, ganz schwer, schwer, schwer. 6.000 Mark habt ihr. Was macht ihr? Kommt ihr beim nächsten Mal wieder? Sagt ihr nein, das nehmen wir mit? Eine ganz schwere Entscheidung, ich weiß. Aber jetzt müssen wir sie fällen. Ja. Ja? Wir kommen wieder. Ist das perfekt? Ja. Ja, okay. Also wir freuen uns in jedem Fall, aber sind auch alle einverstanden? Sind Sie einverstanden, Frau Wöschka? Ja, aber Sie kommen gern. Ja. Wir freuen uns in jedem Fall, ne? Klar. Prima. Herzlichen Glückwunsch. Oh, jetzt brauchen wir eine Familie, die beim nächsten Mal gegen euch spielt. Hier sind eine Menge. Sucht ihr eins raus. Viele Tipps, die auf euch zugetroffen sind. Ja, nehmen wir doch mal das hier. Jetzt werden wir versuchen, natürlich die Familie hier noch in der Sendung live zu erreichen. Ob es uns gelingt, weiß ich nicht. Ja, erste Schwierigkeiten hier. Kommen wir nicht raus. Komm nicht raus mit dem Telefon. Wahrscheinlich werden wir angerufen. Mal gucken. Nein. Woran liegt denn das? Kommen wir gar nicht raus. Tja, sind natürlich hier Technik. Ich lege noch mal vorsichtig auf. Vielleicht gelingt es uns doch. Es wäre so schön, wenn es klappen würde mit unserem Telefon. Drücke. Nein, nichts zu machen. Noch mal ganz langsam und ganz in Ruhe. Silke, du hast die goldene Hand. Komm, probier du mal. Einverstanden? Probier du einfach mal, ob es klappt. Wenn nicht, lassen wir das. Dann versuchen wir nachher. Nimm einfach mal ab. Drück mal hier auf diesen Knopf. Hilf mir mal. Ganz vorsichtig. Hör mal, ob ein Freizeichen kommt. Ist ein Freizeichen? Nein, kommt kein Freizeichen. Können wir nichts machen? Tut mir leid. Es hätte so schön sein können, wenn wir jetzt die Familie erreicht hätten. Sag die Telefonnummer. Ich probiere es einfach nochmal. Wir haben ja noch Zeit. Nee. Nichts zu machen, tut mir leid. Ich behalte diese Karte hier irgendwo. Oh. Das sollte einem ja auch nicht passieren. Ich behalte diese Karte, stecke die ein, nachher versuchen wir anzurufen. Ich darf schon mal sagen, vorwarnen. 0581. Ja? Jetzt wissen Sie es wahrscheinlich, weil Sie uns angerufen haben. Machen Sie sich darauf gefasst, dass wir nachher nach der Sendung direkt, sobald die Leitung hier wieder frei ist, zurückrufen. Ihr freut euch, dass ihr wiederkommt. Ich hoffe, ihr seid nicht traurig. Nein, hat es aber gern. Haben wir auch nicht gewonnen. Wir sind so gerne hergekommen. Oh. Es gab lauter nette Leute. Es macht uns alles große Freude. Oh. Das freut mich. Die sind natürlich für Sie. Vor lauter Blumen. So, ich darf schon mal Tschüss sagen und wir sehen uns ganz genau in 4 Wochen wieder. Und bis dahin, tschüss. Kuschelig weich mit der Frische, die bleibt. Gewinnen Sie Tennis-Traumreisen mit Sonil und Kuschelweich.
Das starke Doppel für perfekte Wäschepflege. Sonil und kuschelweich. Schön crazy. Komm ich morgens ins Bad, ist die Welt noch fad. Ich brauch mein Credo. Und der Tag kann kommen. Dies Gefühl steckt an und schon bald merkt jedermann, das ist mein Credo. Mein Credo. Das neue Credo. Und der Tag kann kommen. Welthundeausstellung. Hier präsentieren sich 8000 Rassehunde aus 28 Ländern. Und wodurch haben internationale Züchter Erfolg? Wir sind von Palf beide, glaube ich, überzeugt, gerade nach dem heutigen Tag. Ich bin Weltsieger. Viele hat mir gefragt, was futterst du mit? Und ich habe gesagt, ich futter mit Palf. Unsere Esther ist Weltsieger und Rassebester geworden. Ja. Palf. Das haben meine Hunde am liebsten. Wir sind ein Champion du Monde, grâce à Palf. Palf mit 5 Sorten Fleisch. Von erfolgreichen Züchtern empfohlen. Guten Abend. Gabi ist jetzt ganz neu. Gabi ist jetzt ganz praktisch. Die Anleitungen stehen bei den Modellen. Gabi zeigt jetzt schon die neuen Stricktrends. Mein Pulli steht auf Seite 15. Gabi hat auch tolle Ideen zum Basteln, Kochen und Nähen. Nur Gabi hat die Anleitungen bei den Modellen und den extra Schnittbogen. Liebe und Zärtlichkeit genießen kann nur, wer ausgeglichen ist. Nur, wer die Belastung des Alltags vergessen kann. Wenn Sie nervös und abgespannt sind, stärken Sie Körper und Geist mit Thai-Ginseng. Thai-Ginseng, das naturgemäße Tonikum für Nerven, Herz und Kreislauf. Auch die Schwimmweltmeisterschaften aus Madrid gesehen und unserem großen Michael die Daumen gedrückt. Es war anscheinend nicht fest genug. 3-mal Gold hätte es geben können, aber dann ist es ja leider nur bei der einen Goldmedaille vom Sonntag geblieben. Tja, aber dafür bin ich gestern Abend mit 3-mal Gold nach Hause gekommen. Wieso? Hinten rechts, oben links und dann noch der Weisheitszahn. Beiseite, wir bleiben beim Daumendrücken. Ich hoffe, dass Sie heute unseren Kandidaten ganz fest die Daumen drücken. Aber bevor Sie die Finger zusammenpressen, greifen Sie erstmal zum Telefon. Allerdings sollten Sie eine Familie sein, die aus 3 Generationen besteht. Sie sollten ein Kind haben im Alter von 11, 12 oder 13. Und Sie sollten tippen. Welche Familie wird hier heute Abend gewinnen? Ist es die Familie mit dem Kreis? Oder ist es die Familie mit dem Dreieck? Rufen Sie uns bitte an unter folgender Telefonnummer 089 für München, Sie wissen es vielleicht schon, dann 4456. Noch einmal ganz langsam 089 4456. So, und hier sind Sie. Unsere Champions zum 3. Mal dabei, Familie Wopowa aus